Ich sehe das Feuer von der Plattform des Schlosses in Wörlitz mit einem schmalen, weithin gedehnten Lichtgürtel über dem Walde schweben, ohne noch zu ahnen, dass dadurch die schönste und dauerbarste Holzbrücke des Elbstromes zugrunde gehe. Die Lesenacht ist eigentlich eine Veranstaltung, die in zeitlicher Nähe des Tags des offenen Denkmals ist und eigentlich mit dieser Veranstaltung aufmerksam machen soll auf die versteckten historischen Ecken, die es auch in Coswig immer noch gibt und wird eigentlich seit nunmehr 4 Jahren gerne angenommen von Publikum, auch Auswärtige, nicht nur Coswiger. Wie groß war das Buch? Und dann haben Leute gesagt, was lesen Sie denn im nächsten Jahr? Und ich in meinem jugendlichen Leichtsinn habe gesagt, im nächsten Jahr lese ich dann Erotisches zur Nacht. Ja, das stimmt. Das sollte dann nur ein Spaß sein. Das Problem war, ich war der Einzige, der das als Spaß verstanden hat. Als ich dieses Mal auf dem Ritt deklamierte ich, durch mich ist das Böse ins Dorf gekommen. Ich habe hier für Verwirrung gesorgt. Gott möge mir vergeben. Du sprichst nur, mein Kätzchen. Er zog einen Staubsauger in die jute Stube, drehte eine Birne aus der Lampe und machte die lange Schnur da dran fest. Nun drückte auf den Knopf an den Apparat und die Maschine fing an zu rattern. Erst fuhr er auf den Teppich lenken, nachher kam das Plüschsofa dran. Und nachher die Polsterstühle. Travids Mutter musste den Schlauch auch in der Hand nehmen und probieren. Was soll denn so ein Ding kosten? Fragte Vater Travids. 180 Mark, war die Antwort. Was? 180 Mark? So viele kriegen wir ja nicht einmal von fettes 3-Zentner-Schwein. Ja, mein lieber Herr Travids, Sie dürfen auch nicht vergessen, dass unser Staubsauger etwas ganz Vorzügliches ist. Er ist aus bestem Material gearbeitet und mit einem extra starken Motor ausgestattet. Der Kanton Ehrers aber billiger. Die 4. Coswiger Lesenacht ging bei Feuerschein und Posaunenmusik zu Ende. Wer 4 der 8 Stationen besucht hatte und dies mit einem Pilgerpass bewies, konnte abends auf dem Markt auch noch ein Buch gewinnen.